Naja, Nico ist heimgefahren und ich habe hier noch einen Tag, wo ich rumfahre. Er hat wieder ordentlich gepisst gestern Abend. Und so langsam weiß das Wasser, glaube ich, auch nicht mehr so wohin. Ja, wird halt immer nässer. Am Donnerstag wird wieder sonnig. Jo, jetzt fahre ich mal rüber nach Morsin, glaube ich. 15 Uhr ist Gewitter gemeldet, also will ich so, also eine kurze Abfahrt, dann bin ich da drüben fertig. Also theoretisch an einem guten Tag kann man von Châtel bis Léger fahren und wieder zurück mit dem Lift und Fahrrad. Ziemlich geil. Ich habe hier demnächst diese niegelnagelneue Magic Shine Lampe bekommen und ich habe sie noch wirklich nicht wirklich getestet, aber was ich jetzt gebraucht habe, ist: Diesen Akku kann man als Powerbank benutzen, weil ich war echt, also ohne die könnte ich jetzt nicht filmen, weil ich habe über Nacht mein WLAN von der GoPro angelassen und die ist jetzt komplett leer gewesen. Und das kann ich im Lift immer mal wieder aufladen, das ist eigentlich nicht schlecht. So, jetzt bin ich hier in Châtel oben und nächster Stopp ist da runter und dann geht es darüber hoch. Da ist schon einiges. Oh, lehmig, richtig lehmig. Oh ja, heute ist rutschig. Die ersten Meter hier. Was ein Bach hier. Ey, ich rolle so gut wie gar nicht. Ist das rutschig? Da sieht man es richtig. Scheiße, gesperrt. Muss ich diesen Kackweg hier runter. Vielein ist ja auch geil. Oh, das sieht fucking rutschig aus. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich jetzt nach Morsin rüber will. Oder ob ich die Strecken hier fahren will. Dieses tote Alpendorf im Sommer. Oh, Nico ist da. Was macht er denn hier? Klingt wie seine Alarmanlage. Kein Morsin heute. Oh Gott. Oh je, oh je. Das ist ja wie auf Eis. Und Jump. Ey, ich fahre wieder nach Châtel, das ist ja kacke hier. Übel. Unberechenbar rutschig. Das ist genau das Richtige, wenn man allein ist. Wenn ich mir überlege, in Lac Blanc, dass da ein Grip war. Und hier eine Karte Grip. Hier ist schon rutschig. Vielleicht auch ein bisschen doof zum Einfahren hier. Geht ein Bach lang. Ja, die Leine war jetzt ein bisschen krank. Hey. Nicht besonders schwierig, nicht besonders technisch, aber ey, wie wenn auf Eis und so. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, glaube ich. Ich bin dementsprechend natürlich auch gefahren wie so ein Bauer. Oh, richtig schlimm. Ich glaube, Châtel ist da besser.
Unter die Stunde der Wahrheit. Eine mir bekannte Strecke. Gucken, ob es wirklich so viel nässer ist wie gestern. Andererseits war hier gestern ein Bach. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Also wird es wahrscheinlich nässer sein. Oh Gott. Oh ja. Geht besser. Die Seite ist einfach geiler. Ist der Dämpfer gerade durchgescheppert? Ich glaube schon.